Hallo Leute und willkommen zurück zu Rubber Duck and the Rainbow Gun. Es ist halt, erkenne ich schlecht, weil es schon relativ dunkel ist. 21:56 Uhr, das geht ja noch. Ich war so müde und ich habe gelegen und dann habe ich geschlafen und dann bin ich aufgewacht und dann habe ich gemerkt, dass ich immer noch müde bin und dann habe ich mich wieder hingelegt und dann irgendwann bin ich aufgestanden und jetzt ist es 21:56 Uhr. RIP. Ich habe hier mit meinem Handy einen Achievement Guide nebenbei offen liegen. Und, hä, wie soll man darauf kommen? Bei Secret Nummer 3, also muss ja das hier sein, steht Right-Click on the Level and Shoot the Block. Lol. Alle? Wait. Oh, es kommen auch keine Sachen. What the fuck ist das denn? Das macht doch das hier gleichzeitig. Haben wir nicht noch irgendwas Krasseres? Prallt er auch ab? Nee. Alter. Oh fuck. Ah, so kriegt man das Spiel also auch unter 30 FPS. Okay. Gut. So, Secret Nummer 5. Right-click on the level and then press Esc. Secret, flip the flop. What? Hä? Lol. Huch. Hä? What? Okay, gut. Haben wir gemacht. Nummer 6. Was steht denn hier? Right-click on the level and then shoot the odd-colored asteroid. Den vertraut gefärbten Asteroiden? Den? Okay. Right-click. Hä? Aber das ist irgendwie, also jetzt gibt es keine Bouncy-Lasers. Wie denn? The Art Colored? Halt da. Hier ist so ein kleines graues Sternchen. Was heißt denn Art Colored? Da! Lol. Ja! Okay, dann können wir wohl auch wieder hier rausgehen. Und diese Level hatten wir uns noch gar nicht angeschaut, richtig? Ich schaue mir mal noch nicht Secret an, aber ich gehe mal rein. Ducky made it to the digital place. Yay. The digital place is rather quiet. Oh. It has no music. Faul. But it does have a lot of spikies. Ducky, if I may, I might suggest using the rocket blurb. The Rocket Blob. Woher soll ich jetzt noch wissen, welches davon das war? War das nicht dieses Teil hier, womit ich mich in die Luft katapultieren kann? Also, Ducky, and I know I'm off topic here, but did you know that you can also right-click any of the levels on the menu? Mann, was? Okay, gut. Secret Nummer 3. Right-click the level. Wie sollst du denn darauf kommen? Oh, so Taki. Oh, wusstest du das schon? Du kannst hier dasselbe rechtsklicken. Alter, der hat mich gehört. Der Sweet Pony Island, der weiß, was ich hier gerade mache. Der weiß, dass ich hier keinen Browser auf dem Handy offen habe und einen Secret Guide habe. Was? Alter. Okay, gut. Wir hätten erstmal so durch die Level gehen können, aber nein, Jan wollte ja klug spielen. Okay,
Danke, Mr. Narrator. It will go to that level, but without any spikies. You can just chill out with all of your non-spiky friends. Wieso fehlt da was? See, Taki, this is so you can listen to the music easily. Some of the secrets can be found this way. Some secrets are unique to these non-spiky levels. Ja, dankeschön. For instance, a secret can be found by jumping in a certain area in the digital place, but only in the right-click, non-spiky version of the level. Okay. Anyhow, have fun in the digital place. Ja, ich versuch's. And everyone knows you have to stand on top of the screen pile before you leave. It's by far the best part. Screen pile? Oh. Hi. What? Lol. Ist das ein neues Farming-Level? Okay, ich weiß gerade nicht, wo mein Cursor ist. Ah, da ist mein Cursor. Hallo. This is Stay on Top Hour. Lol. Habe ich mir selber... Nein, ich habe mir nicht selber wehgetan, oder? Wow. Halt, ich kann auch. Ja, ich kann auch mit Doppeldingens so runter. Aua. Right-click. Okay. Und jetzt? Kann ich jetzt gehen? Ja, aber ich kriege nicht das volle Leben zu euch. Ups, wollte ich nicht. Halt. Was meinst du denn bei Secret 7? Right click on the level and then jump at the top of the boxes. Okay. Habe ich eigentlich? Ah. It really is the best part. Okay, aber ich muss die Level anscheinend doch auch so schaffen. 5, zack. Ja, die zerstören sich aber auch untereinander. What the fuck? Hä? Ich darf mit dem Teil echt nicht schräg lenken. Ducky made it all its four. Einfach nur immer nach oben ziehen. Auch wenn das hier ein bisschen gruselig ist. Okay, danke Frames. So. Ah ja, hier springe ich nicht so schön. Yay. Okay, dann haben wir das auch. Ducky was in a hurry to get to the machine world, but he decided to pass through the rather spunky Badlands. The rather spunky Badlands are fairly cool. But Ducky didn't have any time to hang around, so he decided to go right through. Ah, Mr. the Tree is coming to join you for a while. And the floating lizards are dropping by too. Oh, what a jolly visit this will be to the rather spunky Badlands. Mr. the Tree. Ich komme auf den Namen immer noch nicht klar. However brief. Ah, das kenne ich. Halt. Oh, 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 oh. Okay. Achso, ich kann schon gehen. Halt, das kenne ich. Das Teil. Hier soll ich mich da irgendwo hochschießen. Hm. Halt. Es gab doch... Nee. Hä, das ist immer noch dieselbe Waffe. Damit halte ich die nur an. 3. Ah ja, hier kommen die Smileys raus.
Hä, kann ich hier nichts wiederherstellen? Was macht der Vogel da? What the fuck? Halt, 5. Oh. Okay, das war schlecht. Dann gehen wir hier nochmal rein. Okay, jetzt haben wir schon mal voll im Leben. Oh. Echt jetzt? Hä? Oh. Verdammt. Halt. Help. Nein. Falsche Taste. Fuck. Okay. Gut. Einfach nach links laufen. Ducky was in the machine world. Hier waren wir ja schon mal ganz kurz im letzten Part und hatten nur dieses Wortzeugs gelesen, weil ich dachte, ich kann hier eigentlich noch nicht rein. They make metal squares here. Everyone likes metal squares. They're tons of fun. Dot, dot, dot. Really, Ducky, I don't know what else to say. Ja, ich auch nicht. Well, other than the secret level, this is the last level. Oh, I know. How about some trivia? 1. Your graphic was originally the wall graphic. It was gonna be a strange game. Also so wie ich aussehe, hätte ursprünglich alles aussehen sollen, was Wände wären. Ist das nicht so wie dieser Awesome Smiley, dieser Typ, der da so lacht? Wo manche Happy Wheels Level komplett mit dem ausgeklastert sind? 2. The rocket blurb is actually a gun from a different game that I started but never finished. A blarp, by definition, is a gun that fires 60 bullets a second and has a wide spread of accuracy. Ah ja, so Waffen mag ich aber. 3. I like tacos, Ducky. That's true. Ja, finde ich toll für dich. Ich mag Reispfanne mit Gemüse. Aber so Dinge passieren nun mal. Trivia is fun. Ja. But frankly, I really don't have much of it. Well, Ducky, I won't keep you from the machine world any longer. We can talk more in the secret level. Mhm. Ow. Oh. Hey, ich sehe meinen Cursor nicht. Wo ist der denn? Achso, ich habe hier keinen. Okay. Habe ich's? Ja, also wir haben schon mal alles rot. Und Secret? Wahrscheinlich irgendwas right-klicken. Nee. Oh. Okay. Gut. Ducky was in the machine. Oh, 2. Bin gespannt, was dann passiert. Haha, und ich verrate euch noch nicht, weil ich lustig bin. Oh. It's a boss. Okay. Ah, ich dachte, er würde erst explodieren oder so. Und much wow. Now you have seen everything. Habe ich? Wow. Erstmal, wir hatten am Anfang 8. Das sind jetzt nochmal 7 dazu. Type the second section of the dialogue from the 6th level backwards into the. Ja, okay, das machen wir dann irgendwann. So, was ist das? Das ist eine Zahl. Ducky arrived in the secret level. Ja. This level is special. Ach was. Actually, Ducky, I want to tell you a couple rules to this level. First,
Scoring is solely upon how many spikies you teleport. Second, you cannot get health back with the rock candy launcher. However, third, every 500 points, your meter will go back to 100%. Mein Meter? Mein was? Fourth, if you press shift, you'll launch a big spray of rainbow particles that affects everything on the screen. Oh, okay. Achso, ich denke mal, mein Health Bar ist mein Meter. You can do this 3 times. Every 500 points, these particle bomb things will refill as well. Ah, okay. Fifth, the level is infinite. There is no end, Ducky. My current best score is 2,952. It's not high, I know, Ducky, but it's the best I could do. Okay. Also, Ducky, you can skip these instructions with escape. Oh, das erfahre ich früh. Sonst immer space, 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 space. Did I ever mention that, Ducky? That all the dialogue spots can be skipped with escape? I don't think I did. Arschloch. Well, I certainly hope you figured it out. Ja, jetzt gerade. Anyhow, this is it. I'm pausing, Ducky, because I want a sage statement to end on. Not that this is really at all the end, but it's as close as we're going to get. But I'm not sure what to say. You know what? I'm completely blank. Tell you what we could do. When you're done here, we could drop in on the lizards. They're usually a fairly prudent bunch. Oh, let's do that. Will you be up for it after the secret level? Well, I guess I should ask you then, when you're done. I'll ask you then, Ducky. You can count on it. I guess, until then, let's roll. Ja, das war ja fast klar. Dies war am besten, aber damit werde ich mir auch am stärksten wehtun. Ah, ich kann trotzdem noch schlagen. Okay. Ich weiß nicht, ob die Waffe hier am besten geeignet ist. Okay, fuck. Oh. Ja, hier bekommt man spätestens sein Achievement. Das kann ich wen überbieten. Am besten im First Try, damit das Video nicht lang wird. Ich glaube, das ist echt gut. Also die Waffe. Nein. Wurde mein Leben wieder voll nach 500 Punkten? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber bisher bin ich ja noch nie gestorben, wenn mein Leben aus war. Oh, easy. Easy. Yay. Das Zeug können wir ja ruhig auch mal einsetzen. Nebenbei mal. Ah ja, mein Name ist wieder voll.
Oh, mein Spiel laggt. Nein. Ach, die von oben sind immer doof. Ich stelle mich einfach nicht mehr dahin, wo die runterfallen. Dann ist alles gut. Aber bekommen wir nicht jetzt eigentlich auch immer schneller Punkte? Also die 500 voll? Fuck. Brauche ich eine andere Waffe? Soll ich? RIP. Hä? Wie kann sein Bestes denn 2592 sein? Da muss er ja bei 92 schon direkt gestorben sein. Mit Full Life. Hallo! Halt. Jetzt gleich. Sind wir wieder voll. Easy. Nein, nicht direkt getroffen werden. Nein. Wir müssen das immer so abteilen. Wir können eigentlich schon durch diese Shifts fast immer an 500 rankommen. Da sind wir schon wieder bei Hälfte. Mein Leben ist nicht mehr so schön. Ich muss jetzt mal ein bisschen besser spielen. Nein. Okay, gleich. Ja, jetzt werden wir ihn überholen. Was sagt er doch? 2592, oder? Also mit der Waffe komme ich gut klar. Hm. Yay. Okay. Nein. Ah, scheiße, hier ist ein Viech drin. Also so eine kleine Fliege oder so. War gerade in meinem Gesicht. Ah. Ich verliere so viel Leben. Ja, aber jetzt, guck mal, jetzt habe ich doch schon fast wieder alles voll. Wie kann man denn hier sterben? Geht das? Boom, und wieder ab bin ich voll. Ne, bin ich nicht. Hä? War das schon in den neuen Zeitraum zählt oder was? Hm. Hä? Verdammt, was ist das? Hex. Das Spiel hackt gegen mich. Okay, wir sind wieder voll. Wird es denn noch stark schwieriger werden? Also es könnte ja immer wieder so eine krasse Welle kommen, wo so hunderte von Viechern auf einmal da runterkommen. Hm. Okay, also eigentlich fühle ich mich hier fertig. Ich glaube, wir hören bei 5000 auf. Und die bekommen wir jetzt auch relativ schnell. Ah, die Grauen betrifft das nicht. Hm.
Au. Ja, gerade kommen wir irgendwie wenig. Kann ich hier einfach stehen bleiben? Und genauso halten? Ja, kann ich. Okay, dann noch den Autoklicker anmachen. Und ja, 2 Stunden warten. Wow. Okay, ich würde jetzt eigentlich aufhören. Ah, ich bin raus. Lol. Death vs. Player, was habe ich... Weil ich besser war? Beat the Death Score on the last level. For around 1500? Wieso? So, so viel fehlt doch gar nicht mehr. Was sagt denn die Zeit? 22, das heißt 3 plus 4, wir sind bei 27 Minuten. Ach, es ist auch nicht mehr so viel. Ach Mann. Ich schau mal kurz auf mein Handy. Secret 9, the huge spiky, ja. How to get top leaderboard. I am or used to be if I'm not at the top of the leaderboard on both speedrun and the secret level. This is how I got to the top on speedrun. I beat all levels with full health using Rock Candy Shooter apart from level at level 8 and 9. OFC with the secrets, and I did the secret level 8 and 9 just in complete the level. And on the bonus level use the penguin to quickly kill was? The bugs and the mine launcher to kill all the spikies. With that I made it with 4 minutes 2 seconds. Ah, ich muss wohl so einen Speedrunner machen. Tons of coins. Go on to level 7 and just let them kill you. Afterwards check out all the coins, but make sure to enable double enemy cheat code. Keine Ahnung. Was fehlt denn noch? Death vs. Community? Ist das nicht das, was ich jetzt hatte? Hm. Okay, halt. Warte mal, steht hier das irgendwo? Wie das rückwärts ist, damit ich es einfach nur abtippen kann. In space you can find many things. Gets an achievement. Ist es das vielleicht? Achso, ja, müsste ja eigentlich. Okay, gut, halt. Dann gehen wir mal raus. Zack. For full leaderboard of top scores. Speedrun mode off oder on? Okay. Code control. Halt. Not accepted. Okay, gut. Halt. What? Things. Das ist richtig. Many. Find. Can. You. Frei, Komma. Space. In. Not accepted. Huh. All the cheat codes.
accepted. Und nun? Turns on a nice assortment of the cheats to follow. Keine Ahnung. Spawns particles every time you jump. Makes you jump higher. Makes you run faster. Lets you jump as many times as you want. Okay, das möchte ich gleich mal sehen. A personal favorite, that's what it sounds like it does. Doubles all enemies. Oh, oh oh. Randomly assigns sprites to some things in the world. Oh. Ja, gut. Dankeschön für den Frame-Einbruch. Okay, das habe ich auch. Halt. Ja. So. Okay, das hatten wir natürlich auch schon. Oh. What the fuck? A double speed? Das ist natürlich krass. So, wieso geht das nicht? Give Stucky a particle shield thing. So, das ändert mein Aussehen. Pretty much does what it sounds like it does. Now, by holding down the button, you can use the yak upwards of 60 times a second. What? Huh? Hier steht Giantic Costumes DLC only, in Klammern activated by checking their respective boxes in the menu for the DLC Costumes. Gibt's sowas denn hier? Sehe ich nicht. Hm. Oh. Hä? Wieso funktioniert das auch nicht? Not accepted. Okay, gut. Aber uns fehlen ja trotzdem diese vier Sachen. Was ist das jetzt alles? Type the second section of the dialogue from the sixth level backwards into the
kannst ja selber mal angucken. Convince, bother, bribe the dev until everyone gets this achievement. Pretty quick. Get below 8 in speedrun mode. It makes the game pretty easy. Play with that epileptic pixel on mode on. There's also a game of the name set. War das einer von denen, die nicht ging? Oder halt, das habe ich doch, oder? It makes the game pretty easy. Wieso denn? Kommt hier nix? Da sehe ich noch keinen Unterschied. Lol. Oh fuck. What? Halt. Hä? Oh. Das ist das Jack. Okay. Ja. Gut. Aber einige Sachen gehen nicht. The second dialogue from the sixth level. Ducky next went to in space, you can find many things. Ja. Ach, wird aber auch mal Zeit. Also musste ich vorher wahrscheinlich da drauf geklickt haben. Jetzt haben wir 18. Aber wir haben das Spiel quasi komplett beendet. Das können wir noch beim nächsten Mal probieren. Und hier muss ich nochmal schauen. Okay. Sagt er hier was drüber? Wahrscheinlich nicht. Ich kann ja einfach mal gleich schauen, ob... Oder halt, gibt's das nicht hier schon? Mal gucken, ob das schon Leute kriegen können. Ja, anscheinend schon. Gut, dann... bis zum nächsten Mal. Eigentlich hätte ich das schon eher aufsplitten sollen. Wow, 34 plus 4, 38 Minuten. Yay! Oder ich schneide ganz kurz alles zusammen. Naja, wollt ihr mich hier 8 Minuten durch Speedrun sehen? Naja. Okay, noch 2 Achievements. Da haben wir ein weiteres Spiel 100% gespielt. Yay! Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao! Okay, Leute. Naja, ich habe gerade ein Video aufgenommen und mich entschlossen, es nicht hochzuladen. Wow. Interessant. Das Einzige, was ich am Anfang getan habe, ist... Halt. Das hier habe ich mir geholt. Ich habe es im Internet gefunden. Wenn ihr das Spiel selber spielt und wissen wollt, wie man das Achievement bekommt, dann sucht auch ein bisschen länger, bis es euch jemand verraten kann. Weil einige Leute schon von ihm gesilenced wurden, also beziehungsweise, dass er in Reviews auf Steam das Zeug rausgestrichen hat. Und... finde ich okay. Und ich denke mal, es wäre vielleicht auch nicht so gut für das Video gewesen, weil ich habe halt direkt am Anfang in der Konsole was eingegeben. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Man muss in der Konsole etwas eingeben, was mit dem Developer gegen die Community zu tun hat. Wie man an dieses Achievement kommen kann. Wie man das quasi gewinnen kann in diesem Kampf. Okay, ja,
Ich schneide das wahrscheinlich hinten dran an das andere. Dann wisst ihr auch schon mal direkt. Dann brauche ich auch kein Hallo und Willkommen zurück sagen. Ich habe gespielt und hier waren wir bei 8 Minuten. Und ich weiß nicht, wie es schneller gehen soll, weil Overclock, also doppelt schneller Zeit, funktioniert dort nicht. Oh, nett, wie die Zeit weiterläuft. Overclock funktioniert nicht. Und deshalb bin ich ein bisschen ratlos, wie genau das geht. Ich könnte das mit den Secrets und mit dem anderen Zeug alles schaffen, aber... Ach, ich weiß nicht. Entweder mache ich das für mich irgendwann mal, falls ich Bock habe, aber sonst ist für mich das Spiel eigentlich relativ gut abgeschlossen. Ich mag auch ehrlich gesagt so Speedruns in Spielen nicht. Gut, bei dem Spiel bietet es sich an. Kann ich vollkommen nachvollziehen, aber... Ein Spiel auf 100% zu spielen, ist für mich eigentlich nicht ein Speedrun. Und deshalb lasse ich das weg. Naja, sonst habt ihr halt alles soweit gesehen. Ich weiß nicht. Ist doch relativ nett. Für wie viele Folgen hatten wir jetzt? 3? Und diese eine gigantische letzte jetzt. Aber okay. Naja, dann... Achso, mehr habe ich hier noch nicht. Gut. Danke fürs Zusehen. Bei diesem kurzen, interessanten Projekt. Das Spiel hat für seine 50 Cent, die ich also im Angebot nur bezahlen musste, doch sehr viel Spaß bereitet. Es war kreativ, witzig, gut. Hatte einen eigenen Style. Und ich habe Spaß dran gehabt, es euch zu präsentieren. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, dann denke ich mal, dass es euch auch okay, gut gefallen hat. Oh naja, es ist jetzt auch nichts groß zum Let's Playen, wo man eine krasse Story erzählt und irgendwie die Leute sich denken, oh wow, hier will ich dranbleiben, aber es ist interessant mit anzusehen, was der Developer hier so noch macht. In den Leveln, die weiterkommen. Also ja, dann, wie gesagt, danke, falls ihr trotzdem an dem Projekt dran geblieben seid, auch wenn es vielleicht nicht das Interessanteste auf meinem Kanal war. Es war einfach von mir ein Test, weil, wie gesagt, ganz am Anfang bin ich halt, hab's gedownloadet, bin ins erste Level gegangen und hab mir gedacht, hey, das könnte was Cooles, Kurzes, Challenges sein. Probierst du mal aus für ein Video. Also wie gesagt, es war quasi ein, wir schauen es uns an, ein eher Let's Show als Let's Play, aber fand ich ganz gut soweit. Ja. Danke, Mr. Spielemacher. War dein Name nicht hier irgendwo? Okay, gut. Dann bleiben wir bei unbekannt. Also ja, Spiel war ganz gut. Ich schaffe es immer noch nicht gescheit, aus so Videos rauszukommen. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich das beenden soll. Ich versuche da immer noch irgendwas zu erzählen. Ja, und dann vielleicht klappt es, dass ich mich gut rausleiten kann, aber... Okay, danke fürs Zusehen. Bis zu folgenden Projekten und ciao.